Betriebsbesuch des Unternehmens Dragana und Jürgen Selte in Stinaz. Neuer Betrieb mit vielfältigem Angebot eröffnet. Am Freitag, den 12. Juli 2024, besuchten Landtagsabgeordnete, Präsidentin der Volkshilfe Verena Dunst, Landtagsabgeordneter Bürgermeister Wolfgang Solo und Vizebürgermeister von Rohr Kevin Friedl den neu eröffneten Betrieb von Dragana und Jürgen Selte in Stinaz. Ziel des Besuchs war es, sich ein umfassendes Bild von den innovativen und nachhaltigen Angeboten des Betriebs zu machen. Ein beeindruckendes Sortiment. Das Unternehmen Dragana und Jürgen Selte bewirtschaftet insgesamt 120 Hektar Obstgärten und Bio-Uhudler-Weingärten, darunter auch weitläufige Streuobstwiesen. Mit der kompletten Umstellung auf Bio setzen sie ein starkes Zeichen für nachhaltige Landwirtschaft. Zusätzlich betreiben die Seltes einen Genussladen, der nicht nur ihre eigenen Produkte, sondern auch die von 30 Partnerbetrieben aus der Region anbietet. Insgesamt umfasst das Sortiment beeindruckende 400 verschiedene Produkte. Vom Einzelverkauf bis hin zu Geschenkskörben findet man hier alles, was das Herz begehrt. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt. Der Betrieb sucht dringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sofort benötigt werden 2 bis 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Verkauf, das Kaffeehaus, die Post sowie für die Mitarbeit im landwirtschaftlichen Betrieb. Sehr geehrte Damen und Herren der Medienvertretung, schön, dass ich Sie heute sozusagen disloziert hier begrüßen darf im unglaublich tollen Ambiente und der neuen Firma von der Frau Dragana bzw. Jürgen Selte. Wir machen mit Ihnen heute einen Betriebsrundgang und Sie werden sehen, das ist genau in der Zeit, wo wir leben, Nachhaltigkeit, Ökologie, Produktion, bis hin zum Standort, der ist ideal. Wie kam es zu der Geschichte? Vielleicht darf ich da kurz zurückblicken. Ich darf den Herrn Jürgen Selte schon sehr lange kennen und habe ihn schätzen gelernt. Ich habe kaum jemanden erlebt, der so viel arbeitet. Wenn ich mit dem Herrn Selte telefoniert habe, dann war er entweder in einem Hotel und hat seine großartigen Destillerie-Erzeugnisse verkostet. Die Touristen brauchen das. Dann habe ich ihn angerufen, dann hat er in Pinkerfeld in einem Genussladen gearbeitet und alle haben sich gefreut, dass es ein Angebot gibt. Nicht nur die Touristen, sondern die Einheimischen. Er hat zu Hause natürlich diese Produkte, er veredelt die Produkte, die er selber sozusagen erntet. Und auch da habe ich ihn kennengelernt als einen unglaublich präzisen, super organisierten Menschen, der weiß, wie kann man ein Produkt anbauen, ernten, vermarkten, verkaufen. Der nächste Schritt, und da möchte ich beiden, und mittlerweile ist er ja nicht mehr alleine, sondern verheiratet, das ist ja nicht so lange noch her, gratulieren, weil er mit seiner Frau Dragana jemanden gefunden hat, die mit ihm Schritt hält, die super diesen Betrieb mitorganisiert. Denn der Weg zur Selbstständigkeit für den Jürgen Selte und die Dragana Selte ist ja nicht einfach. Schauen Sie sich an, was Sie daher gebaut haben. Kostet viel Geld, viel Investition notwendig, das musst du erst einmal erarbeiten. Ich bin aber ganz, ganz sicher überzeugt davon, dass Sie das schaffen werden. Warum? Ich darf es kurz präzisieren. Wir wissen alle, im ländlichen Raum muss ich mehr Servicierung, ein Paket anbieten. Ist Postpartner. Verkauf, Kaffeehaus, Getränke, Kaffee, Produkte und so weiter. Genau das fehlt oft in der Region. Sie sehen alleine in der letzten halben Stunde, seit wir hier sind, was sich da abspielt. Menschen holen sich einen Kaffee, holen sie die guten Produkte vor uns, können einkaufen fürs Wochenende, Produkte aus der Region. Touristen kann man jetzt endlich sagen, hallo, da gibt es in Stinaz die Familie Selte, dort könnt ihr auch etwas nach Hause nehmen. Was ganz wichtig ist, ist, und das haben beide, und das sehen wir in diesem Betrieb, sie haben beide gelernt, die Präsentationstechnik. Wie präsentieren wir als Betrieb?
Und das ist auch so organisiert, dass man auch dahinter, hinter den Kulissen, dort, wo die Destillerie ist, schauen kann. Denn der Gast und der Einheimische sind heute, und als ehemalige Agrarlandesrätin weiß ich das zu schätzen, wollen wissen, wo ist das Produkt her? Warum kostet es das? Was ist das Besondere an dem Produkt? Und können auch schauen, wie das wird, erzeugt wird. Sozusagen vom Strauch oder von der Udlerrebe und so weiter. Also ich kann nur gratulieren, Sie sind die ersten Gäste sozusagen jetzt offiziell. Beide werden sagen, ja, da fehlt noch eins oder das andere. Sie haben in dieser kurzen Zeit, seit Sie das hier sozusagen auf die grüne Wiese gebaut haben, sehr viel geschaffen. Es wird immer ein Stück für Stück noch dazukommen in der Angebotspalette, in der Präsentation. Aber Sie haben den ersten Schritt super gemacht und möchten Ihnen sehr, sehr herzlich im Namen von uns allen, aber vor allem im Namen der Familie Selte bedanken, dass Sie da sind. Was wir wollen, ist heute den Betrieb kennenlernen, mit Ihnen eine Runde gehen, aber natürlich auch, und das ist genauso wichtig, weiterreden, weiterarbeiten, weiter unterstützen. Und ich kann mich nur bedanken, dass so ein junges Gründungsehepaar diesen Schritt gewagt hat, weil die Region braucht es. Alles Gute, viel Erfolg, ihr werdet es sicher schaffen. Dankeschön. Ich glaube, weiß nicht, wer beginnt? Ich beginne. Sehr. Bitte sehr. Ich darf Sie auch recht herzlich hier begrüßen bei uns, hier am Seltes Destillerie und Genussladen. Kurze kleine Geschichte. 2009 haben unsere Familie diesen Betrieb gegründet, ganz klein angefangen. Und 2022 im Dezember haben wir den Schluss gefasst, da in Ohlersdorf eine Erweiterung nicht mehr möglich war, hier nach Stienerz umzuwandern, umzusiedeln. Meine Frau und ich leiten die ganze Firma zusammen. Wir haben den Betrieb so in dem Sinne ein bisschen aufgespaltet, da wir alle nicht gleichzeitig alles machen können. Somit ergänzen wir uns das sehr hervorragend, so wie meine Frau macht den Genussladen, die Poststelle und kümmert sich um alle Kundenbedürfnisse, wenn man zum Beispiel neue Ideen kommen von Kunden auf, dass wir schauen, wie wir diese umsetzen können. Ich habe mich auf die Produktion und auf die Verarbeitung konzentriert und auf die Landwirtschaft. Wir bewirtschaften inzwischen knapp 120 Hektar Biolandwirtschaft mit Streuobstwiesen, Udlerweinbau, Holunderplantagen und so weiter und verarbeiten inzwischen knapp 100 verschiedene Produkte. Und nachdem die Stienerzer selber gesagt haben, dass die ganzen Gasthäuser auch schon langsam nicht mehr vorhanden sein werden in der nächsten Zeit, haben sie uns auch gefragt, ob man nicht gleich während der Bauphase eine Kaffee-Ecke mit integrieren könne, damit wir auch dann später, falls irgendwas passieren sollte, dass wir auch schon mal vorbereitet sind. Gleichzeitig hat uns dann der Herr Bürgermeister gefragt, ob man Interesse hätte, ein Postpartner zu werden, da seit 4 Jahren keine Postpartnerschaft in Stienerz gewesen ist mehr. Und daher haben wir dann auch dieses versucht zu integrieren und haben auch geschafft. Und inzwischen arbeiten wir auf Kundennachfrage in der Region von Stienerz, Hackerberg, Wörterberg, Ohlersdorf immer wieder weiter unser Sortiment und versuchen, alle Kunden hier zufriedenzustellen. Und freuen uns auch darauf, dass jetzt dann demnächst der Radweg gebaut wird, sodass wir auch die Außenanlage fertigstellen können, dass auch die Radfahrer eine E-Bike-Ladestation bekommen, wo sie auch ein bisschen, falls irgendwas beim Rad kaputt sein sollte, reparieren können und auf kleine Jause oder Getränke vorbei reinschauen können zu uns. Und da wir schon so eine größere Halle haben, haben wir gesagt, einmal im Jahr möchten wir Uhudler Sturmheurigen machen, damit die Leute auch sehen, wie wir so produzieren können. Wie bei uns in der Region ist, wie wir unsere Produkte selber produzieren, weil nach einer guten Jause braucht man gute Stamperl und ein guter Saft ist sicher auch nicht schlecht dazu. So ein Traubensaft, ein guter, muss man jetzt neu im Sortiment haben, da wir selber schon so viel Uhudler Trauben haben und das schöne große Weingarten, was wir zusammen bewirtschaften. Und ja. Okay. Vielen Dank, ja. Dankeschön, eine Übersicht. Danke. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Danke sagen, dass wir heute bei der Dragana und beim Jürgen zu Gast sein dürfen. Haben uns im Vorfeld ja schon überzeugen können über das reichhaltige Angebot, das gemacht wird, aber natürlich auch über die Dienstleistung, die ihr hier in der Gemeinde Stienerz anbietet. Ich darf euch ein großes Kompliment aussprechen. Ich darf euch auch vor allem ein Dankeschön aussprechen aus Sichtweise einer
als Bürgermeister, wie wichtig es ist, natürlich vor Ort einen Dienstleister zu haben, ein Geschäft zu haben. Durfte ja die Dragana, die aus Olbendorf kommt, nicht nur kennenlernen, auch schätzen lernen, als Praktikantin in unserer Gemeinde in Olbendorf und darüber hinaus dann beim Nahversorger Benzinger, wo sie an und für sich als Perle des Verkaufspersonals bezeichnet wurde, aber natürlich auch dem Jürgen. Ja, und grundsätzlich möchte ich jetzt schon darauf eingehen, wie wichtig es ist für die Gemeinde, für die Gemeinden, Nachbargemeinden, aber auch für die Region, einen Dienstleister hier zu haben, einen Produktionsbetrieb an und für sich, mehr oder weniger vom Produkt, vom Bioprodukt. Jürgen hat es kurz angesprochen, wie viel Hektar? Knapp 140 Hektar. Also das muss man sich einmal vorstellen, was das bedeutet, aber letztendlich auch, was die Aufgabe und Arbeit dass das ist. Dann im eigenen Haus natürlich dann letztendlich das fertige Produkt zu erstellen, aber letztendlich darüber hinaus auch mit Betrieben, Partnerschaften aus der Region zu haben, so jetzt, wo das Produkt verkauft wird. Darüber hinaus auch ein Dienstleister im Bereich, wir wissen oft, wenn wir wo Geschenke suchen, macht man sich sehr viele Gedanken, was man an und für sich machen kann. Bestehendes kreuz und quer über die halbe die Welt und eigentlich vor der Haustür hat man hier ein Unternehmen, das wirklich sehr, sehr gute Geschenke darüber hinaus hat, aber natürlich sehr gute Produkte hat, aber natürlich auch die Dienstleistung, die wir wissen, in unseren Gemeinden, in vielen Bereichen an und für sich haben sich hier die Unternehmen zurückgezogen. Ich spreche hier die Postämter an mit dieser Thematik, die wir konfrontiert sind, dass wir darüber hinaus jetzt hier auch in Stienaz und natürlich auch für die Nachbargemeinden und für die Region einen Dienstleister haben, der letztendlich hier die Bootspartnerstelle übernommen hat. Mhm. Darüber hinaus sämtliche Paketdienstanbieter, sage ich jetzt einmal, und wie wichtig das ist, dass man das nahe mehr oder weniger in unseren Gemeinden vor Ort hat. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Wünsche euch natürlich viel Erfolg. Ich weiß, weil ich mehr oder weniger doch auch aus einem landwirtschaftlich, aus einer kleinen Landwirtschaft komme, die meine Mutter betrieben hat, was das letztendlich auch heißt, wie viel Arbeit, wie viel Verantwortung das dahinter steht. Das fällt nicht alles vom Himmel. Dazu gehört sehr, sehr viel Arbeit dazu, aber vor allem Herzblut und Engagement. Dafür wünsche ich euch alles Gute und herzlichen Dank für euren Einsatz für die Gemeinden, für die Region, für unseren Bezirk. Dankeschön. Danke. Ja, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Und an dieser Stelle, liebe Dragana, lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung heute zu dem Betriebsbesuch. Ja, auch mich verbindet mit Jürgen eine gewisse Vergangenheit. Wir haben in den Jugendtagen sehr viel Zeit miteinander verbracht und da habe ich schon kennenlernen dürfen und mitbekommen, was der Jürgen für eine Vision und was für einen Unternehmergeist der hat. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man in Zeiten vom Fortgehen schon von einer Vision redet, wie man vielleicht bäuerliche Direktprodukte vermarkten kann in einer ja doch Region, die in den letzten Jahren einen immensen Aufschwung erlebt hat, wo der Uhudler das Synonym ist für Heimatverbundenheit, für Kulinarium. Und der Jürgen hat das aufgegriffen und sich hier wirklich einen tollen Betrieb geschaffen, der die Wertschöpfung in der Region beleben wird und das auch schon seit langer Zeit auch macht. Wir dürfen nicht vergessen, mit dem jüngsten Kauf des Landes, der Therme Stegersbach, ist gelungen, dass wir hier in der Region rund um Stegersbach, im gesamten Bezirk, aber auch in weiterer Folge im gesamten Südburgenland, hier eine enorme Wertschöpfung geschaffen haben. Und da ist es der Verdienst vom Landeshauptmann, der auch gleichzeitig Tourismusreferent ist, ein immenser. Und zwar
Wir schauen, die Tourismuszahlen brechen alle Rekorde. Wir haben über 1 Million Nächtigungen alleine von Jänner bis Mai im Burgenland. Und davon profitiert natürlich auch der heimische Betrieb. Davon profitiert auch der Selte Jürgen mit seiner Frau immens. Wir haben auch diese Public Viewings jetzt in der Zeit der Europameisterschaft, wo wir sehr viel Zustrom auf die Burg Güssing gehabt haben, wo wir dann natürlich auch im Raum Stegersbach auch sehr viele Leute begeistern können und davon auch der Jürgen immer auch natürlich mit profitiert. Und das sind einfach Errungenschaften, die so ohne die Initiativen vom Landeshauptmann nicht möglich gewesen wären. Und immer mit einem steten Blick in die Zukunft, auch für den Süden, hier Initiativen zu schaffen und die besten Rahmenbedingungen bereitzustellen. Und in dem Sinne darf ich dem Jürgen gemeinsam mit der Dragana alles Gute wünschen für eure betriebliche Zukunft. Ich bin mir sicher, dass da noch einige an Innovationen kommen werden und darf mich auf die Betriebsbesichtigung im Nachhinein sehr freuen. Dankeschön.